Willkommen zum vielleicht letzten Video von Renegade. Jedenfalls sind wir in der letzten Mission. Da konnte man aufmachen, genau. Was war hier Wichtiges? Irgendwie nix. Und der ließ sich einfach abschlachten, glaube ich. Ich weiß nicht warum, aber wer das möchte, den hindere ich nicht daran. Abgeschlachtet. Und wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, kommen die Geschütztürme. Was? Versuchen Sie, die Stellung zu umgehen. Ach, das heilt sich selber. Sie aus der Entfernung aus. Ja, oder aus der Nähe. Mit C4. Ha. Gegnerisches Gebäude zerstört. Das war mal eine Strategie, oder? Da hinten ist schon wieder ein Tor. Da ist ein Gegner. Glaube ich zumindest. Oder irgendwie Dreck. Auf dem Boden. Ist ja irgendwie dasselbe. Das Kraftwerk befindet sich direkt vor Ihnen. Sobald Sie das Kraftwerk deaktiviert haben, müssten auch die Laserzäune vor dem Tempel ausfallen. Ducken. Ich kann mich ducken, aber leider nicht rennen. So, Laserzäune. Genau deswegen will ich das Kraftwerk ausschalten. Das ist sogar primär wahrscheinlich. Moment, ich guck mal hier. Das kann man dann übersichtlicher sehen. Vernichten Sie den Bau. Och, das ist primär. Okay, vernichten die Land von Nord. So viele Ziele. Ich komme da nicht hinterher. Das Kraftwerk und den Bauhof. Als nächstes. Ich dachte, es ging nur um den Tempel von wegen. Nein, jetzt kommt er noch aus der Luft. Das ist doch so unfair. Jetzt hat er Angst, der Depp. Aber jetzt hast du dich schon zu sehr bemerkbar gemacht. Oh, da kommen sie. Die wollen ihren Hubschrauber rächen. So, aber mit der Pistole bin ich doch ganz gut geworden. Oh, gib mir die Rüstung. Lohnt sich wieder nicht, weil ich dabei sterbe wahrscheinlich. Ja. Und da ist schon wieder so ein scheiß Hubschrauber. Kurioserweise habe ich den portablen Ionenwerfer zur Verfügung, aber keine ordentliche Waffe. Dann können wir das einfach so. Kann ich leider nicht holen. Die ist sowieso viel zu schnell weg. Stirb! Naja, nicht so ganz. Vielleicht sollte ich doch erstmal ins Gebäude reinflüchten. Die Flucht nach vorne suchen. Solange er nicht schießt, ist er mir erstmal schnupp. Nicht nachladen. Man lädt im Krieg doch nicht nach. Man schießt der Feinde. Dafür nehme ich dann wohl dann doch. Ich wusste nicht, dass das wirklich existiert. Das. Gegnerisches Gebäude zerstört. Waren Sie das, Herr Bock? Fehlt euch doch nicht mitten ins Wort. Da kann ich nicht zuhören und dann gleichzeitig noch spielen. Was wollt ihr denn? Multitask-fähig, aber nicht mehr als zwei Prozesse, bitte. Okay, dann machen wir das hier wieder von hier. Das ging doch gerade, oder? Nachladen, meinetwegen. Wie nah muss ich denn ran? Gegnerisches Gebäude zerstört. Waren Sie das, Herr Bock? Sie wissen's ja. Ja, ist okay. Speichern. Ohne Pistole wäre ich so aufgeschmissen. Nee, so läuft's nicht. Die schafft mich echt ein bisschen, die Mission. Die ist zum einen wahrscheinlich die längste überhaupt in diesem Spiel. Zum anderen ist einfach so ein großer Munitionsmangel da. Aber sie ist nicht so blöd wie die eine, wo ich so lange gebraucht habe. Die Mission, die dann später auch recycelt wurde. Wo man alles immer rückwärts gehen muss. Ups, da sind sie. Gut, ich bin, glaube ich, besser beraten, die einen nach dem anderen umzubringen. Weiter wegstehen. Weggehen. Gleich kommt ihr her, oder? Dann speichern wir mal. Aha. Sollte man warten, während die gerade in die Knie gehen, bis sie wieder oben sind? Sonst ist es doch Munitionsverschwendung eigentlich. Aber man sieht wieder, so kill ich sie. Aber leider komme ich so nicht an die Munition, die sie eventuell fallen lassen. Jetzt sieht es mal ein bisschen leer aus hier. Endlich kann ich hier vorbeilatschen. Oh, da ist noch einer. Das verfluchte Kommunikationszentrum hindert uns, unsere Ionenkanone auf das Ziel zu konzentrieren. Oh, dann ist das schon dabei. Einmal Abrisskommando. Sehr wohl. Wir
schon wieder ein Primäres. Wir haben Probleme mit dem nordöstlichen Tor der Basis. Es ist noch nicht möglich, von dort aus Panzer zu schicken. Das liegt daran, weil es noch steht. Nur noch eine Minute. Ja, mach ich, aber ich verstehe nicht, warum ich noch keinen Panzer gesehen habe, der mir irgendwie hilft. Wäre mal schön. Ja, theoretisch könnten sie durch, aber die wollen irgendwie nicht. Die warten vielleicht, bis alle offen sind. Der Mammut ist sowieso irgendwie total in Arbeitsverweigerungshaltung. Endlich ist hier draußen ein bisschen Ruhe. Da war noch irgendwo einer, genau der hier. Schön, wie sie sich mit der Pistole abknallen lassen. Na, du musst rot werden. Fadenkreuz. Dann treffe ich auch den Gegner. Oh nein. Da muss ich ja schon wieder meine schöne Ionenkanone nutzen. Flarak-Stellung vernichtet. In allen Spielen heißen sie Flak, aber im ersten oder zweiten Teil heißen sie dann doch Flarak. Das habe ich nachgeguckt. Das hatte mich verwirrt bei Renegade, als es plötzlich Flarak hieß. So, nochmal. Flarak-Stellung vernichtet. Oh, wer hat denn da geschossen gerade? Das gefällt mir aber gar nicht. Wer schießt denn da so doof? Da kann ich ja nicht in Deckung gehen. Gut, ich muss das wieder aus dem Hinterhalt machen. Dann vergessen wir erstmal die Flarak-Stellung. Die behindert mich nämlich gerade nur. Ich gehe wieder hier zurück. In Sicherheit. Und von hier aus nämlich. Der ist schon auf mich aufmerksam geworden. Warum? Woher weiß er, was ich vorhabe? Und wieso kriege ich ihn nicht klein? Mich gibt's gar nicht. Reingelegt. So. Rüstung. Wäre mal ganz cool, wenn ich die einsammeln könnte. Wow. Noch lebe ich, aber jeden Moment kommt hier die Verstärkung. Das ist doch scheiße, die kommt immer wieder. Kann man da Punkte sammeln oder so? Das ist immer derselbe Offizier, oder? Du bist mutig. Und noch was. Oh, noch zwei sogar. Aber die halten nicht so viel aus, die sind kein Offizier. Doch, der ist auch Offizier. Guck mal, zeig mal deinen Kopf her. Dankeschön. Immerhin kann man sich da ein bisschen aufheilen mit Rüstung, aber die verliert man ja direkt wieder. Ich würde ja ganz gern erstmal mich jetzt darum kümmern. Flarak-Stellung vernichtet. Keine Ahnung, ob das was bringt. Fallschirm habe ich nicht, wir sind ja nicht bei Battlefield. Ich muss leider runterlatschen. Zu weit weg. Vorsicht, das könnte ein blaues Auge geben. Was macht er denn jetzt? Nerven. Was soll der Dreck? Ein genauer Schuss und er ist sofort tot. Das muss man einfach mal hinkriegen. Ich halte mich hier wieder unnötig lange auf. Es regt mich auf. Ich gehe jetzt einfach da rein. Kraftwerk muss nämlich ausgeschaltet werden. Kommandozentrum. Oh! Tolle Begrüßung. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Da komme ich eh nicht hin. Was für eine Tür eigentlich? Wahrscheinlich war da drin einer. Dumm, ich sehe euch nicht. Perfekt, den man nicht nachgeladen hat. Noch lebe ich. Ich muss ja sowieso das Kommunikationszentrum hier auch ausschalten. Dann kann ich das ja zuerst tun. Mal gucken, wie weit ich da komme. Boah, da warten welche. Die sind ja gut positioniert. Das ist im echten Spiel nie so. Also im echten Command & Conquer. Wenn wir es mal als echt bezeichnen wollen. Ich würde es schon tun, denn das hier ist ja eine ungewöhnliche Ableger der Serie. Erstmal den da hinten. Ne? Oh nein, dann kommt der. So sieht das Kommunikationszentrum aus. So, Ruhe. Diese gute Pistole hat unendlich Munition. Her mit der Rüstung.
speichern. War der andere auch schon tot? Oder ist er das? Jetzt ist er jedenfalls tot. Wie in der Realität, ein Schuss in den Hinterkopf, der sollte doch töten. Rüstung. Da ist auch noch Rüstung. Die nehme ich mir erstmal mit. Muss ich das auch noch kaputt machen? Muss ich schon wieder meine... Oh, ich habe keine... Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Der hilft auch nicht, mehrmals zu drücken. Ja, ohne Munition ist voll toll. Muss ich ja mal sagen. Vielleicht kann ich es damit auch erstmal kaputt machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber es geht... Wow, wie schnell hat er sich geheilt? Ihm ging's noch. Ihr Verarscher. Finde ich voll unfair. Eben hätte ich direkt runtergedrückt, bis er kaputt wäre, dann hätte es vielleicht gepasst. Oder im Ionenwerfer, wo er instant kaputt gewesen wäre. Naja. Aber jetzt ist hier endlich mal draußen Ruhe. Aber der kann... Die macht man nicht kaputt, ne? Darf man nicht kaputt machen. Der wird direkt repariert. Da oben war doch irgendwas. Hier diese nicht? Tür erfordert eine Wie komme ich denn da rein? Der Stufe 2. Wo kriege ich die denn? Freigabe. Muss ich mich erst bei Nord bewerben? Endlich mal wieder etwas zum Schießen. Das ist ja zum Schießen. Da darf ich nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Ich wusste es. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Ja, was soll das? Wie soll ich denn da reinkommen? Ich hab doch alles getötet hier. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe Merkwürdig. Der Stufe 2. Oh, die hat mich gar nicht gesehen. Ich bin stärker. Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Wir gehen mal hier rein. Vielleicht finde ich da zufällig eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Geht's da nicht hoch? Ich hab's gewusst, dass das geht. Wahnsinn! Wahnsinn ist das der Wahnsinn! Endlich fühle ich mich mal wieder ein bisschen in der Lage, mich zu verteidigen. So, dann nehmen wir doch mal direkt gleich die geile Waffe. Wahrscheinlich sind sie dann gleich wieder leer. Oh, da ist jemand. Da ist die Pistole aber stärker. Bei der Pistole reicht ein Schuss in den Hinterkopf. Naja, dann nehmen wir doch noch die Pistole raus. Wo war ich denn jetzt eigentlich drin? Hier. Nochmal dasselbe Spiel. Diesmal nicht. Keiner da diesmal. Meinetwegen. Ich brauche keine Gegner, also nö. Ich kann auch ohne. Das ist hier rechts, hier geht's wieder raus, oder? Ja. Ich weiß nicht, wo die Gegner jetzt sind, aber die haben sich unten bestimmt gesammelt und warten auf mich. Die versammelte Mannschaft. Oh, das trifft mich. Das Mistding. Ich schieße auf den da mal. Dann machen wir es so. Nehmen die Rüstung. Und dann wieder die Waffe. Ist das kompliziert hier? Oh, hallo. Du bist ein Drecksack. Einfach mal schießen und abhauen. Aber nicht mit mir. Ich kann um die Kurve schießen. So, pio, 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 pio. Und dann sind wir hier. Ist das wieder die Kommandozentrale, die ich killen kann? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist es das ja. Irgendwie ja nicht. Wir probieren es aber doch ein bisschen mehr noch. Lass mich in Ruhe, ich gucke nur. Ich probiere es nur aus. Irgendwie hat das nichts gebracht.
und selbst die Armaturen haben keinen Schaden genommen. Tolles Spiel, tolles Spiel. Dann lassen wir das einfach in Ruhe. Wir müssen irgendwie eine andere Möglichkeit finden. Wo war denn der? Der kam doch von links nach rechts. Ich hab's doch genau mitgekriegt. Dup, dip, dupi, du. Interessante Mission. Aber Command & Conquer hat es ja so an sich, die letzte Mission besonders lange zu machen. Er wollte unbedingt sein MG schützen. Ach ja, gleich Mittagessen. Das wird schön. Da habe ich mal was, auf das ich mich freuen kann. Mittag. Du Sek. Da ist er wieder. Und es ist leer. Er haut natürlich ab. Ich brauche deine Munition. Warum haut er einfach ab, der Angsthase? Der Donner rechts abgehauen? Gib mir deine Munition. Oh, hallo Kane. Hallo, wie geht's? Muss ich den hier killen? Ich weiß es echt nicht. Irgendwie bringt das nichts. Ich bin so verwirrt, was ich zu tun habe. Wo war der eine Typ noch? Hallo. Die Affengesichter. Oh, Überraschung. Am Ende habe ich sowieso alle gekillt und es bringt wieder nichts, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Naja, das Spiel war auch schon mal besser. Ja, geh doch nicht weg. Was soll denn das? Das ist ein komischer Typ. Kann ich da nicht einfach C4 reinwerfen und wieder abhauen und voll abgehen? Laser-MG heißt das. Ich weiß auch nicht, warum es Laser-MG heißt. Ich schieße doch nicht mit Laser. Hätte ich jetzt gedacht. Es gibt ein anderes Lasergewehr. Das ist Laser. Aha. Da wollte ich hin. Jetzt schießen sie plötzlich von oben. Jetzt plötzlich. Und da ist auch noch plötzlich. Hallo, wie geht's? Warum lassen sie sich einfach abknallen? Merkwürdig, aber Heilung kann ich gebrauchen. Und, oh, habe ich wieder nichts bekommen oder wie? Was war da gerade wieder Unsichtbares? Gibt der mir irgendwas noch? Ich muss eh gleich wieder zurück. Der gibt mir nichts. Lässt der mich jetzt mal kurz hier in Ruhe? Ah, Moment, da waren... Ich fall immer wieder drauf rein. Muss er nachladen? Nein. Ruhe. Der lebt noch. Warum lebt's noch? Wow. Ich bin gleich tot. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Zielverfolgung des GDI-Ionenkanonensatelliten wiederhergestellt. Gute Arbeit, Herr Vogt. Yeah. Unser Satellit ist jetzt wieder aktiv. Ich speichere. Ich bin so wagemutig. Ich probiere es einfach mal. Dann ist das alles hier kaputt. Ich kann wieder hier raus. Ich sehe kaum was. Ah, tut das weh in den Augen. Hier gibt es eh nichts mehr zu tun. Ich kann jetzt also irgendwie weitergehen. Was fehlt denn jetzt noch? Ich habe ja alles erfolgreich hier. Juhu. Nur die Hand und die Raffinerie habe ich in Ruhe gelassen. Und jetzt kommt nur das Kraftwerk und der Bauhof als nächstes. Das Kraftwerk war ja direkt hier. Mir hat nur eine Sicherheitsfreigabe gefehlt. Wo bekomme ich die nur her? Panik, ich habe nur noch einen Lebenspunkt. So. Kann man nachladen? Nee, ich kann nicht nachladen. Ist gleich leer. Ja, irgendwo brauche ich die Sicherheitsfreigabe her, sonst kann ich nämlich nicht meinen Auftrag ausführen. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Soll ich da nochmal? Wer und warum? Können wir nicht alle Freunde sein?
Naja, ich würde sagen, ich, wenn ich den jetzt nochmal finde, wer war das gerade? Er hier, der ist sowieso auch fast kaputt. Aber auch noch fast. Dann machen wir es ja mit der Pistole, die ist sowieso am besten. Seht ihr, die, wie geil die ist? Gibt er mir irgendwas? Die sind alle so geizig. Hoffentlich kann ich jetzt gefahrlos mal kurz speichern. Komme ich hier vielleicht mal rein? Alles ist gesichert. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Wie konnte man eigentlich die Ansicht umschalten? Nur mal zum Testen. Was war denn das jetzt? Rückwärts? Merkwürdig. Ist das vielleicht zu gebrauchen später? Das ist das Terminal. Es gab nämlich die Möglichkeit, die Ansicht umzuschalten. Ich weiß noch nicht mehr, wo das ging. Ist ja auch egal. Ist ja total irrelevant. Jetzt kann ich hier rein, oder wie? Vorher ging das nicht. Jetzt geht der Fahrstuhl auch runter. Ich bin jeden Moment tot. Ich brauche Heilung. Hilfe. Keiner ist hier, oder? Keiner ist hier. Und oh, ich hab durch die Wand. Oder war das die da hinten? Kann natürlich auch sein. Na gut, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.